Hallo, ihr Wundervollen da draußen. Ja, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Willkommen in der Schminkbar. Nehmt euch ein Getränk. Fühlt euch wohl. Heute schminken wir einen Valentinstags-Look à la Schminkbar. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr das sehen wollt. Ich muss ehrlich sein, also ihr wolltet das sehen, aber ich muss ehrlich sein, eigentlich ist Valentinstag jetzt nicht so mein Tag. Also mir war der Tag noch nie sonderlich wichtig. Ich habe den auch noch nie wirklich gefeiert in dem Sinne und ich würde mich jetzt auch nicht speziell dafür ready machen. Aber ja, ich weiß, dass viele, viele das mögen und sich vor allem gerne die Looks angucken. Und ja, das tue ich natürlich auch gerne. Und deswegen, ja, schminke ich jetzt einen Look für euch, der vielleicht so, ja, nicht unbedingt so der klassische Valentinstags-Look ist, aber ich gebe mir Mühe, ihn auch trotzdem so zu halten, dass viele damit was anfangen können. Ja, ich freue mich auf das Video, ich freue mich, dass ihr da seid und ja, wir fangen jetzt an. Heute mit den Augen an, denn es wird auf jeden Fall Fallout geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich zeige euch jetzt schon mal, welche Paletten ich hauptsächlich benutzen werde für den Look. Das ist einmal hier die BH Cosmetics Diamond April Palette mit diesen wunderschönen Farben hier, sehr, sehr edel. Und die Juvia's Place The Sweet Pinks heißt die mit diesen wunderschönen Farben hier. Die mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Lidschattenprimer und so hatte ich eben schon aufgetragen übrigens. Alle Produkte, wenn ich mal nicht auf alles eingehe, sind immer in der Infobox verlinkt. Das ist aber wirklich auch ein toller Ton, ne? Kinders, Softboxen sind coming. Wo ich gerade schon wieder merke, es könnte jetzt fast schon wieder zu hell sein, die Einstellung, weil das Licht hier ganze Zeit wechselt. Wir haben so Wetter wie im April. Oh, das ist furchtbar. Aber Softboxen sind bestellt und wir werden bald hier schöneres Licht haben. So kann man ja auch echt nicht arbeiten, ne? Ich nehme mir jetzt die Diamond Palette. Und hier ist ein wunderschöner Schwarzton drin, der auch so ein bisschen Glitterpartikel enthält. Die aber je nachdem, wie man den Schwarzton aufträgt, ich werde den wahrscheinlich relativ gut ausblenden, dann bleibt davon jetzt ehrlich gesagt nicht so viel über. Es macht aber nichts, weil wir eh noch mit Schimmer nachher arbeiten. Natürlich. Das Schwarz setze ich mir jetzt auf jeden Fall hier hinten in den Außenwinkel. Ja, und verblende das schon so ein bisschen auch in dieses wahnsinnig schöne Pink-Rosa-Neon. Auf beiden Seiten das Schwarz halbwegs gut aufgetragen. Es ist ein geiles Schwarz, aber es ist wirklich kein einfaches Schwarz. Es lässt sich so schwer ausblenden, da wo das ist, da ist es dann irgendwie auch. Und wenn man das so massiv aufträgt wie ich jetzt, ist aber auch hier am Rand alles gar nicht so wild, dass das hier noch so ein bisschen heikel aussieht, denn ich cutte mir das heute eh gleich mit dem Q-Tip richtig scharf. So von daher, da bleibt nachher auch eh nichts von über. Was ich jetzt mache, es gibt einen Ton in der Diamond Palette, der heißt Stunning. Das ist dieser silbrige Glitzer-Schimmerton. Und da gehe ich jetzt hier mit so einem kleinen, runden, fluffigen Pinsel, fluffig festgebundenen Pinsel, wenn das Sinn macht, rein und verteile mir den hier so zwischen dem Schwarz und dem Pink-Rosa. Das verdeckt so ein bisschen, ja, das nicht ganz so saubere Schwarz quasi an den Stellen. Ja, und schafft natürlich auch Übergang. Und es sieht halt einfach auch verdammt geil aus, ne? Ja. Übrigens, für die, die es nicht wissen, ich glaube, es weiß jeder, aber alles, was ich hier schminke, seht ihr auch immer auf Instagram dann als Post, als Feedpost, als Bilder. Da kann man die Looks, ja, viel besser dann nochmal so wiedergeben und erkennen. Das ist ja hier alles. Also es hat halt so seine Grenzen, ne? Wie man das so zeigen kann. Und oft, finde ich, sieht es gar nicht so geil aus wie in echt. Da bin ich manchmal so ein bisschen frustriert. Aber ich denke, ja, eigentlich ist es doch viel schöner. Und wenn man dann immer sagt, aber eigentlich ist es doch viel schöner, dann ist es auch immer so, ja, kann ja irgendwie auch jeder behaupten, ne? Dass es eigentlich viel schöner ist. Aber, wie gesagt, ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Auf Instagram, wie gesagt, folgt mir auf Instagram.
jetzt hier vorne, wo ich jetzt noch nichts gemacht habe, werde ich mir jetzt ein bisschen von meinem NYX Glitter Primer, dieser hier, kann ich sehr empfehlen, benutze ich schon seit eh und je, seit ich mit Glitzer oder so arbeite, vorne auf, im vorderen Teil. Oh, das war jetzt so viel, kann ich eigentlich auch noch für die Seite hier benutzen. Es darf auch ruhig schon ein bisschen trocknen. Genau, und dann gehe ich hier mit demselben Pinsel, ich mache mir den so ein bisschen im Handtuch sauber, in einen Ton, den ich euch gleich zeige, rein. Ist so ein... Ja, was ist das für eine Farbe, ey? Ich zeige es euch gleich. Den Ton trage ich mir jetzt hier vorne auf. Bis zu Stunning, sozusagen. So, bevor ich hier gleich weitermache, zeige ich euch jetzt erstmal, wen ich denn hier überhaupt genommen habe. Und zwar den hier unten. Ich kann die Farbe nicht so richtig beschreiben. Also das ist ja alles so Pinktöne, ne? Das ist irgendwie auch ein Pinkton, der auch so ein bisschen Glanz und so hat. Also der ist sehr, 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 sehr schön. Ich gehe jetzt nochmal in Stunning und werde hier nochmal so ein bisschen den Übergang verschönern, dass die beiden Töne noch ein bisschen mehr miteinander verlaufen. Und dann suche ich mir nochmal einen Pinsel. Moment. Vielleicht hier so einen etwas fluffigeren Blendepinsel in dieser Größe und gehe wieder in diesen rosanen Schimmer aus der Juvia's Palette und setze mir den jetzt noch hier an das Schwarz. Da kommt er jetzt noch wie so eine Blendefarbe drüber und dann sieht man auf dem Schwarz so diese pinken Glitzerpartikel. Somit habe ich eigentlich auch gar kein Matt mehr irgendwo. Also es ist alles schimmert, alles glänzt in verschiedensten Farben und diese rosanen Schimmerpartikel auf dem Schwarz sind so schön, wie gesagt. Ihr müsst euch das dann auf den Bildern wahrscheinlich angucken. Ich habe schon angefangen, mir auf der Seite, oder ich bin da eigentlich schon mit ready, mir eine Wimpernkranzverdichtung auch mit dem Schwarz zu ziehen und habe mir auch einen Wing gezogen. Und ich werde das aber gleich noch, wie gesagt, cutten. Genau, ich mache ja meine Wimpernkranzverdichtung und meine Wings nur noch mit Lidschatten. Doch, es geht wunderbar. Ich habe jetzt beide Seiten fertig und mir das auch schon hier mit dem Q-Tip ein bisschen gecuttet und das ganze Fallout, was echt übel war, weggemacht und werde jetzt erstmal mit der Base weitermachen. Und da werde ich wieder den Holy Grails Whipped Cream Primer von Rival Loves Me zusammen mit Maxime Giacomo nehmen. Das ist einfach der Primer, ne? Also was willst du machen? So, das ist der Primer eingearbeitet. Ich habe ein altes Schätzchen ausgekramt, als ich eben so geguckt habe, was ich so heute benutzen will. Und da habe ich gefunden in meiner Schublade dieses kleine Ding hier. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt von euch. Es gibt es schon 1000 Jahre und ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt noch gibt im DM. Das ist nämlich von Alverde, so ein Creme-Highlighter. Das heißt auch einfach nur Highlighter. Hat nicht mal eine Nummer, steht einfach nur hinten Highlighter drauf. Das ist so ein kleines Pöttchen, schlicht und ergreifend. Ja, und da ist so eine Creme halt drin. Das hat auch nicht wirklich eine Farbe oder so. Es ist eigentlich eher wie ein Fett, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt super schön. Das macht so einen tollen Glow. Und ja, wir feiern ja Valentinstag. Ich habe schon wieder vergessen, was wir eigentlich, wo eigentlich unser Thema gerade ist. Ja, und den packe ich mir jetzt hier noch mit den Händen. Mal. Manchmal vergisst man seine Schätzchen irgendwie, ne? Bin ganz froh, dass ich den gerade wiedergefunden habe. Ja, als Foundation arbeite ich mir gerade einer meiner liebsten Foundations ein, wenn es ein bisschen mehr sein darf. Die ist von Revolution Pro. Das sind die Foundation Drops. Genau. Und ja, die sind irgendwie auch immer in meinen Jahresfavoriten, glaube ich. Seit mehreren Jahren. Die trage ich echt sehr, sehr gerne. Die ist sehr glowy. Ist auf jeden Fall ein bisschen deckender als was ich sonst so benutze. Würde schon sagen,
Ja, man kann die, glaube ich, Full Coverage aufbauen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber für mich ist auch schnell irgendwas Full Coverage, muss ich sagen. Man sieht halt wirklich auch ein bisschen, ja, geschminkter aus, wenn man die halt benutzt. Wenn ihr wisst, was ich meine, ist halt nicht dann nur so Haut. Haut nur ein bisschen schöner. Ja, aber ich mag die trotzdem sehr, sehr gerne. Bevor ich mein Gesicht gleich sette, möchte ich mir noch eine Creme-Kontur auftragen. Dann nehme ich wie so oft den e.l.f. Putty Bronzer in der Farbe Feeling Shady, weil, wie so oft erwähnt, da sagen Bilder, glaube ich, gerade mehr wie 1000 Worte. Funktioniert so gut, ne? Also dieser Ton. Halleluja. Das ist so ein aschiger Traumton und einfach auch die Konsistenz dieses Putty Bronzers, das ist ja eigentlich ein Bronzer, das ist so smooth, das sieht so aus wie so geairbrushed irgendwie auf der Haut. Also liebe das. Setted habe ich schon und jetzt werde ich den Catrice Bronzer hier aus der Sommer-LE benutzen. Das ist aber auch ein schöner Bronzer, ne? Natürlich darf Blush nicht fehlen, sowieso niemals nicht darf Blush fehlen, aber für den heutigen Look habe ich mir die Mrs. Bella Rosy Palette auch von BH rausgesucht. Die ist mega schön, die Töne sind unfassbar toll. So sieht die Palette aus. Die beiden hier unten sind so ein bisschen softer und die da oben ist so richtig schön herrlich pink. Und die nehmen wir jetzt natürlich auch, die pinke Farbe. Boah, ist das ein schönes Pink, ey. Richtig nice. Geht mein Blush-Herz wieder auf. Nochmal hier in das Finish-Puder von Love Cosmetics und ja, verfeiner mir das jetzt hier nochmal ein bisschen. Wie immer eigentlich. Dann sieht das auch nicht mehr ganz so heftig aus. Wobei es mir eh nicht heftig genug sein kann bei Blush eigentlich. Und wenn ich das erledigt habe, na hier. Ich zeige es nur noch mal das 100. Mal. Möchte ich mir einmal das Pudrige so aus dem Gesicht sprühen und nehme einfach hier so ein Wasserspray. Ich habe eins von Isana. Und ja, kurze Erfrischung. Schön, schön. Wedel, wedel, wedel. Und ja, dann gehe ich noch mal mit dem Schwamm so ein bisschen drüber. Blende ich halt hier auch nochmal quasi alle Kanten so ganz gut miteinander. Dann sieht das alles schon ganz schick aus, ne? Wir haben schon ziemlich viel geschafft, würde ich sagen. Und ich will schon die ganze Zeit fragen, ob euch eigentlich dieser Tag, also der Valentinstag, etwas bedeutet. Ob ihr den feiert, ob ihr, ja, keine Ahnung, mit euren Partner, eurer Partnerin essen geht beispielsweise, ob ihr euch was schenkt oder ob ihr euch irgendwie anderweitig irgendwie so ein bisschen ja, Quality Time an dem Tag nimmt oder so. Ja, wie gesagt, für mich ist der Tag eher so unrelevant. Ich habe wohl auch mal ein, zwei Rosen in meinem Leben zum Valentinstag geschenkt bekommen, aber an sich, ich glaube, wenn das nicht in den Medien so gehypt wäre, würde mir das gar nicht auffallen, dass es Valentinstag gibt. Naja, aber wie sieht denn das bei euch so aus? Würdet ihr euch zurecht machen, ob jetzt so oder anders, sei mal dahingestellt, aber ja, ist das ein Tag für euch? Bedeutet euch das was? Genau, was ich jetzt noch mache. Ich habe mir jetzt hier noch die Norvina 4, Volume 4 Palette von ABH geschnappt. Und hier, Gott, das ist auch so ein Kracher, gibt es diesen Glitzerton hier unten. Dieser hier, der ist sehr, sehr schön, hat auch schon eine klebrige Base. Und der kommt jetzt noch in den Inner Corner. Höchstwahrscheinlich, wenn wir essen gehen am Valentinstag, wird es ja auch ein bisschen dunkler sein, Kerzenschein. Und dann funkelt das so schön. Die Wangen sind schon mal getuscht und jetzt kommen wir nochmal zum spaßigen Teil, nämlich Highlighter. Und da werde ich persönlich mir jetzt eine Kombination auftragen. Eine Kombination aus zwei Highlightern. Und zwar zum einen einen relativ natürlichen Highlighter. Dieser hier ist von Essence, The Highlighter. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. Das ist auch schon ein etwas älterer Geselle hier in meiner Sammlung. Es wäre schön, wenn es die noch gibt, weil der ist ganz, ganz toll. Das ist ein unfassbar schöner Alltagshighlighter, weil er einfach ja nicht zu krass highlightet. Ja, und auch nicht so eine spezielle Farbe oder so hat, sodass man den eigentlich immer
ja, tragen kann quasi. So. Genau, und so könnte man das Ganze jetzt auch lassen. Ich packe mir noch ein bisschen was schon mal hier aufs Lippenherz. Genau, so könnte man das jetzt lassen, wenn man nicht mehr Highlighter möchte. Aber es gibt da so einen Highlighter. Ich finde, der passt jetzt perfekt zum Candlelight-Dinner, Valentinstag, wie auch immer. Und zwar ist das aus der Glitter LE, aus der ehemaligen Glitter LE, auch von River Loves Me. Und zwar ist das dieser, oh Gott, wo geht der denn auf? Da, der Bouncy-Highlighter. Und der ist halt einfach Glitzer pur. Aber richtig schön. Also gar nicht so Billo-mäßig Glitzer pur, finde ich jetzt zumindest. Sondern also erstmal, hello, hello, hello. Nein, ich lasse es. Also der sieht schon im Fändchen einfach traumhaft schön aus. Und der sieht auch auf den Wangen, dafür, dass es ein Glitzer-Highlighter ist, wirklich traumhaft schön aus. Der hat so eine ganz nasse, edle Base irgendwie. Also den benutze ich super gerne. Und da gehe ich jetzt nochmal mit so einem etwas, ja, kleineren, spitzeren Pinsel rein. Und den setze ich mir jetzt nochmal so auf die ganz höchste Stelle sozusagen. Und den verreibe ich aber auch nicht so, sonst habt ihr den Glitzer halt überall, sondern ja, den streife ich mir halt quasi nochmal so auf. So für den Effekt halt. Der ist so schön. Oh Gott, der ist so schön. Könnt ihr das jetzt sehen? Könnt ihr das jetzt sehen, Herrgott im Himmel? Ich liebe den, ne? Also es passt jetzt nicht immer. Wobei ich da ja auch echt drauf scheiße, ne? Wenn ich da Bock drauf habe, habe ich da Bock drauf. Das macht Spaß. Let's go. Bevor es an die Lippen geht. Krieg's nicht zu hier. Auch Catrice, auch Sommer LE gibt es nicht mehr. Ist mir gerade so in den Mund gekommen. Schmeckt aber gut. Wieso schmeckt denn das so gut? Lippen. Lippen würde ich jetzt tatsächlich schlicht halten, würde mir auch kein Gloss drauf packen. Wenn ich jetzt so essen gehen würde und so, dann ist der Gloss dann überall so drin und am Glas. Und würde ich jetzt was Mattes, was gut hält, nehmen. Und ja, ich würde mir jetzt hier einen meiner, habe ich schon, glaube ich, im letzten Video oder so erwähnt. Ich weiß es gerade nicht mehr so ganz genau. Ich habe hier von Trend It Up solche Ultra Wear Nude Pen Stifte. Ja, und die gibt es aber nicht mehr. Und ich hatte euch im letzten oder ich weiß es nicht mehr, im vorletzten Video schon ein paar Alternativen als Link gesetzt, weil die erhaltet ihr nicht mehr, aber die sind so unfassbar gut. Und ja, ich wiederhole mich da auch gerne nochmal. Trend It Up, generell tolle Lippenprodukte, viele Nude-Töne, super Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Sahne. Ja, einen davon trage ich mir jetzt auf jeden Fall noch auf. Und wird dann schon wieder dunkel. Puh, wenn ihr den Look fühlt, ne? Und jetzt sofort Valentinstag feiern wollt, endlich und doch essen gehen wollt und eine Rose haben wollt und hello? Geht jemand mit mir essen? Gehst du mit mir essen? Das ist auf jeden Fall der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch und ich konnte euch eine kleine Inspiration geben. Vielleicht in so ein bisschen andere Richtung. Soll ich nochmal ein bisschen näher kommen? So, ich weiß gerade nicht so genau, ob die Kamera scharf ist. Bist du scharf? Hallo? So sieht es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, besucht mich auch gerne auf Instagram. Früher oder später wird der Look auf jeden Fall kommen. Ich weiß im Moment nicht wann, ich komme gerade nicht so richtig hinterher. Jetzt sind wir fertig. Look is ready. Video is ready. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es gut läuft, seht ihr hier noch weitere Videos von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Ich freue mich. Tschüssi!